Hallo zusammen, willkommen vom Beach Volleyball Center Bern. Und zwar habe ich hier gerade zwei Jungs vom Schweizer Kader fotografiert. Die wollen sich qualifizieren für die nächste Olympia. Und das dauert tatsächlich 4 Jahre. Sie brauchen 2 Jahre vorher, müssen sie sich qualifizieren, um dann noch 2 Jahre die Form zu halten, also knüppelhart. Und das heißt heutzutage, die trainieren 30, 40 Stunden die Woche. Das heißt, die arbeiten als Sportler. Und das unter anderem natürlich von Sponsoring. Und dafür brauchen sie Sponsoring-Mappe, Autogrammkarten und so weiter. Und dafür habe ich sie jetzt fotografiert. Umsonst. Das ist quasi mein Beitrag zur Schweizer Sportförderung. Das mache ich öfter, mehrfach im Jahr. Zum Beispiel den Boxer im letzten Winter und solche Sachen. Dass ich also wirklich da versuche, auch junge Sportler zu unterstützen mit meiner Zeit. Das mache ich also wirklich gerne. Wir haben zum einen Porträts gemacht, und zwar hier auf dem Platz in der Sonne. Und das heißt in diesem Fall natürlich 1, 2, 3, 4.000stel. Und die Sonne kommt von hinten, Gesicht ist zu dunkel. Und mit dem Blitz helle ich das wieder auf. Ist gar nicht so einfach, es hat furchtbar gestürmt. Das heißt, einer muss den Blitz festhalten. Und ich hatte einen Reflektor dabei, aber keinen vierten Mann, um den Reflektor zu halten. Deswegen ist es nicht ganz so gleichmäßig, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber unter den Bedingungen konnte ich das jetzt nicht besser machen. So, jetzt windet es auch wieder. Ich hoffe, das geht mit dem Sound. So, und danach haben wir Action gemacht. Und Action heißt in diesem Fall halt so Sprünge und Ball zu spielen und all solche Sachen. Da Sie kennen 6D, natürlich jetzt denkbar ungünstig mit meinem einen Autofokuspunkt. Ich wollte sie aber für die Porträts haben, deswegen habe ich sie dabei. Und es braucht einfach ein paar Versuche, bis man einen Rhythmus drin hat, dass man halt... Das Problem ist ein bisschen bei dem Springen, ich sehe den Ball nicht. Der eine wirft dem anderen den Ball zu und er steht hinter mir. Und ich gucke das Objektiv durch und ich sehe halt nur den anderen Mann. Und er sagt dann jetzt, und dann muss ich parat sein. Reflexfrage, muss man üben. Und dann geht das nach ein paar Versuchen. Es war halt mal wirklich mal was anderes. Gaudi, ich habe mit Beachvolleyball sonst gar nichts am Hut. Außer, dass man das mal in der Mittagspause mit den Kollegen spielt oder so. Von so her finde ich sowas immer interessant, auch ein bisschen Horizont erweitern. Mit den Jungs noch ein bisschen gequatscht, wie sie trainieren und so. Das interessiert mich ja auch immer. Ja, vom Ablauf her, ich gebe denen jetzt einen Dropbox-Link mit den Bildern so out of camera, wie sie sind. Sie suchen sich 20 Bilder raus, ich bearbeite die noch kurz und dann ist der Auftrag morgen für mich erledigt. Das Video ist bis dahin auch erledigt. Ich hoffe, das war interessant, das auch mal zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.